Blumen, lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder drei verschiedene Betrüger, also drei verschiedene Telefonate in der Leitung, die uns das Geld wie immer aus der Tasche ziehen wollen. Hier in diesen Telefonaten geht's wie so oft um die Finanzabzugsmasche auf dem Tradingmarkt. Doch diesmal lasse ich mal nicht so locker. Im letzten Gespräch gibt's auf jeden Fall mal eine kleine Diskussion zum Datenschutzbeauftragten, so wie es eigentlich auch laufen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen drei neuen Telefonaten. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Was denn? Mein Name ist Annette Körner, ich bin Ihr persönlicher Account-Manager. Ja, so, Sie haben sich vor kurzem auf unsere Secret-App-Plattform für den Online-Handel angemeldet. Ja, ich habe alle Informationen per E-Mail für Sie geschickt. Haben Sie diese Informationen gelesen? Nö. So, haben Sie Fragen? Nö. Ich weiß auch nicht mal, wer Sie sind. So, ich kann jetzt ein bisschen erzählen und ich kann helfen Ihnen genau mit der Aktivierung von Ihrem Handelskonto. Aha. Sie können ja nicht mal Deutsch. Nochmal bitte. Sorry, Ihr Deutsch ist ja schon furchtbar. Wie wollen Sie denn bei irgendwas helfen? Vor allem wobei? Der Trachter im Hintergrund ist ja auch nicht normal. Warum nicht normal? Weil es nicht normal ist. Also funktioniert kein normales Gespräch mit dem Trachter im Hintergrund. Ja, genau so sieht's aus. Bei dem Lärm da im Hintergrund kann dieses Callcenter definitiv nicht zu den seriösen Callcentern gehören. Denn, wenn euch eine Bank anruft, läuft da sicherlich nicht eine halbe Diskothek mit Musik im Hintergrund. Und in allermeisten Fällen hört man ja auch, wenn man beim Support anruft oder mit irgendeiner Firma telefoniert, nicht das ganze Callcenter. Es geht ja einfach nur darum, auf Masse euer Geld abzuziehen und nicht darum, irgendwelche vernünftige Technik zu besitzen. Denn diese Callcenter, die rechnen ja damit, dass sie irgendwann mal von der Polizei gestürmt werden. Aus diesem Grund haben die natürlich auch die billigste und einfachste Technik, die nichts kostet. Denn wenn man da alles mal stehen und liegen lassen muss, dann war es wenigstens für die Betrüger nicht so teuer. Okay, aber haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ich möchte Ihnen gerne erklären, alle Informationen über unsere Firma, über System, über Online-Handel. Was ist damit? So, möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, ich weiß ja nicht mal, was das für ein Konto ist. Also, was soll ich denn da aktivieren wollen? So, Plattform Secret App. Sie haben alle Informationen in Ihrer E-Mail. So, das ist Plattform für Online-Handel. Ja? So, das ist ein Roboter, der für Sie die Deals automatisch offen und schließen wird. Aber damit das System so richtig funktioniert, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe, einen Finanzberater. Diese Person wird Sie immer beim Handeln begleiten, alle automatischen Entstellungen für Sie erstellen und natürlich den Finanzmarkt für Sie analysieren. Ja? Also das ist über unsere Plattform und über System. Ja? Bei uns können Sie ungefähr von 3 bis 5% von der Summe, die Sie auf Ihrem Handelskonto haben, pro Tag verdienen. Ja? Aber die minimale Summe, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, ist 250 Euro. Ja? So, und wir geben für Sie einen Willkommensbonus, 50 Euro. Und Sie starten Ihre Arbeit mit 300 Euro, Ihre Handelarbeit. Ja? So, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihr Handelskonto mit diesem Betrag aktivieren, dann bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis
ungefähr 1.000 Euro entwickeln. Ja? Verstehen Sie? Nicht wirklich. Mhm. Und Sie sollten auch verstehen, dass wir ganz dafür interessiert sind, dass Sie so viel wie möglich bei uns verdienen können. Naja, also das Einzige, was ich da wirklich verstehe, ist, dass die sich irgendein Blödsinn die ganze Zeit zusammenbrabbelt, überhaupt nicht versteht, was ich sage, nur von ihrem Skript abliest und keine Ahnung hat, wie sie antworten soll, wenn ich ihr eine Frage stelle. Denn jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, dann macht sie ja eigentlich nur exakt weiter in ihrem Skript und antwortet meistens mit ja, ja, ich verstehe und macht dann einfach nur direkt weiter mit ihrem Skript, ohne auf meine Fragen zu antworten. Ja, also dass wir hier definitiv in keiner seriösen Firma gelandet sind, das sollte sich eigentlich von allein schon erübrigen, denke ich mal. Aber es ist schon Wahnsinn, dass da überhaupt Menschen drauf reinfallen und dass der Betrug auf dieser absolut einfachen und plumpen Masche wirklich funktioniert. Es ist schon erschütternd, was da für Menschen an der Leitung sitzen, um uns die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und tja, die machen immer weiter. Die Anrufe sind ja nichts Neues. Das ganze Spielchen, das gibt's hier schon seit vielen, vielen Jahrzehnten tatsächlich sogar schon. Und die Masche, die ändert sich eigentlich nur Stück für Stück immer mal ein kleines bisschen im Skript, dass wir mal ein bisschen was abändern vom Text, aber tja, so der Hintergrund ist immer wieder der gleiche. Weil wir genau 10% Provision von Ihrem Gewinn bekommen, ja? Und Sie können Ihre Gewinne einlassen, wie wir wollen, per Bank oder Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, so was immer Sie wollen. Ja? So, Sie können Ihr Geld jederzeit nach der Verifikation auszahlen lassen. Und nach der Aktivierung auf Ihrem Handelskonto bekommen Sie den Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Wer hilft Ihnen eine Applikation für den Handel entweder so auf Ihr Handy oder auf Ihr Computer oder auf Ihr Laptop zu installieren und er erstellt für Sie alle automatischen Einstellungen und nachdem starten Sie die Handelsarbeit mit einem automatischen System. Ja? Aha. So, und ich kann Ihnen helfen, genau mit der Aktivierung von Ihrem Handelskonto, ja? So, sagen Sie bitte, ob Sie sich schon entschieden haben, mit welchem Summe wollten Sie gerne einsteigen? Ja, gar nicht. Nicht? Nee, ist ja unseriös da alles. So, die minimale Summe, der minimale Betrag ist 250 Euro. Sie können starten, das ist Ihr Geld in Ihrem Handelskonto. Aha. Und Sie können dieses Geld jederzeit schicken für Ihre Bankkonto. Ja? Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Nochmal bitte? Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Ja, und dann legt sie direkt auf. Ohne sich zu verabschieden, ist ja irgendwie seltsam. Tja, da wusste sie wohl schon wieder nicht mehr weiter, was er da eigentlich losgetreten hat. Ich habe keine Ahnung, was das jedes Mal soll. Es ist auf jeden Fall absolut unterirdisch, was wir da eigentlich am Telefon alles geboten bekommen. Und man muss sich ja hier nur mal vorstellen, man hat einmal seine Daten irgendwo falsch angegeben und dann nehmen diese Anrufe ihren Lauf. Das geht über Jahre weiter. Das hört nie wieder auf. Ich habe es auf meiner privaten Telefonnummer auch. Da muss ich mich irgendwann mal irgendwo auf einer falschen Seite angemeldet haben. Und, keine Ahnung, circa 10 Jahre rufen die hier schon bei mir an. Und, tja, die Skripte sind auch auf meiner Privatnummer die gleichen, auch wenn es vielleicht andere Callcenter sind und es nicht ganz so oft klingelt. Da habe ich halt wahrscheinlich nur einmal meine Nummer falsch angegeben. Aber Fakt ist, wenn eure Telefonnummer einmal im Umlauf ist, dann nimmt das Spielchen seinen Lauf und hört definitiv nicht wieder auf. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Übrigens, drückt gerne mal den Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Ja? Hallo, spreche ich bitte mit Herrn Anders?
Ja. Ich grüße Sie, Emma Smith am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja. Freut mich. Also ich bin Emma Smith von Apollo Cash und Sie haben Interesse am Kryptowährungen Forex gezeigt. Deshalb ich rufe Sie an, Herr Ander. Ich weiß das nicht. Haben Sie Erfahrung davon oder noch nicht? Nee. Okay, das ist kein Problem. Ich erkläre Ihnen ganz kurz. Also ist eine gute Möglichkeit für Sie und Sie können mehr Geld zu machen. Es funktioniert so, Herr Ander. Wenn Sie Teil von unserer Firma bekommen und natürlich eine Investition anfangen, natürlich, Sie müssen ein Konto eröffnen. Der Mindestbetrag für ein Konto eröffnet ist nur 250 Euro. Ja. Ja, um diese 250 Euro, Sie öffnen Operationen an Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen und so weiter, zusammen mit einem Finanzexpert von unserer Firma. Und erreichen Sie Gewinne bis am Ende des Monats. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Ja. Ja, aber wenn Sie möchten, Sie können auch mit 500, mit 1000 und so weiter ein Konto aktivieren und natürlich, Sie bekommen mehr Gewinne, mehr Geld bis am Ende des Monats. Mhm. Und wenn Sie nicht so prädestiniert sind, Sie können dieses Geld auszahlen, auch die Gewinne herunter. Also mit welchem Betrag möchten Sie gerne ein Konto eröffnen bei uns? Damit uns zu testen. Wollen Sie es nicht? Was muss man denn? Wie bitte? Was muss man denn? Mit 100, meinen Sie? Na, was muss man denn? Also, damit uns zu testen, weil ich verstehe gar nichts, Herr Ander. Mit welchem Betrag möchten Sie gerne ein Konto eröffnen? Na, weiß ich nicht. Was muss man denn? Also, lassen wir mit 1000. Weil wir so für Sie. Sie bekommen jede Woche, nicht nur am Ende des Monats, jede Woche 500 bis 600 Gewinne. Ja. Ja, erreichen Sie mehr Gewinne. Uns zu testen, Ihr Geld steht sowieso da, es funktioniert wie eine Bank. Aber der Unterschied ist, Sie bekommen mehr Gewinne bis am Ende. Nicht nur am Ende des Monats, wie schon gesagt, aber jede Woche mit 1000. Mhm. Und wir machen eine gute Arbeit für Sie. Ja, Sie erreichen mehr Geld bis Ende dieses Monat. Also, möchten Sie gerne ein Konto mit 1000 eröffnen? Ja, meinetwegen. Wie bitte? Ja, meinetwegen. Okay, also, wie machen Sie die normale Einzahlungen? Durch eine Visa oder Mastercard? Was haben Sie schon? Da habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee. Und was für eine Karte haben Sie? Eine Knackskarte vom Knacksclub. Und haben Sie Online-Banking mit dieser Karte? Nee, da muss man überweisen. Sie müssen das überweisen. Okay, also, wann werden Sie eine Überweisung machen, damit wir Sie die Bankdaten vorbereiten und Sie können eine Überweisung machen? Ich denke mal so in 2 bis 3 Wochen. Es ist leider zu spät. Es dauert das Geld, bis bei uns kommt. Es dauert 3 Tagen, 4 Tagen. Heute, können Sie heute eine Überweisung machen, Herr Ander? Nee. Müssen Sie nicht. Aber nicht, warum? Na, ich hab nicht. Ich muss ja warten, bis da mich einer fährt. Wie bitte? Ich muss warten, bis mich einer fährt. Was sollen Sie? Na, bis mich einer fahren kann. Ich habe das verstanden. Also, Herr Ander, wir müssen heute dieses Konto aktivieren. Verstehen Sie mir? Wäre das besser für Sie, ob Sie heute ein Konto aktivieren und bis Ende des Dezember erreichen Sie Gewinne? Ja, aber nützt ja nichts, wenn ich jetzt nicht schaffe. Wie bitte? Ja, nützt ja nichts, wenn ich jetzt nicht schaffe. Also, müssen Sie heute ein Konto, weil ich verstehe gar nicht, Herr Ander. Die Verbindung ist sehr schlecht bei Ihnen. Also, dass die Verbindung bei mir schlecht ist. Hört ihr ja, dass das nicht so ist, weil ich zeichne in der Leitung auf. Tja, also nichts mit schlechter Verbindung. Es liegt wohl wahrscheinlich einfach nur daran, dass auch hier wieder der Krach im Hintergrund ohrenbetäubend ist und die Musik beinahe lauter als die Mitarbeiterin an der Leitung. Tja, also ich könnte mich da bei diesem Krach auch nicht konzentrieren. Aber schön, was sie hier alles wieder von sich gibt. Und auch hier wieder ein super Beispiel. Eigentlich können die nur das ablesen, was da bei denen auf dem Skript steht. Sobald man links und rechts irgendwas anderes sagt, ist es eigentlich schon vorbei. Dann wissen die Betrüger schon überhaupt nicht mehr, was sie da noch großartig sagen sollen und versuchen einfach nur irgendwie weiter in ihrem Skript zu machen, anstatt mal vernünftig auf das zu antworten, was man gefragt oder gesagt hat.
Eine vernünftige Konversation ist das definitiv nicht. Aber gut, was will man auch von solchen Betrügern anderes erwarten? Einfach nur unterirdisch. Also, heute, ich werde für Sie die Bankdaten vorbereiten und machen Sie heute eine Überweisung und damit diese Konto eröffnen. In 2 bis 3 Wochen schaffe ich das wieder. 2 Wochen, 3 Wochen. Ja. Aber warum nicht heute, Herr? Machen wir mit 250. Bis 2 Wochen, Sie testen uns. Reichen Sie Gewinne. Weil ich kein Auto habe. Wie bitte? Na, weil ich kein Auto habe. Ich habe. Also, möchten Sie heute eine Überweisung zu machen? Da habe ich Ihnen doch ein paar Mal erklärt, oder nicht? Ja, Sie haben das erklärt, aber ich habe nicht verstanden, warum möchten Sie nicht heute zu machen? Warum wollen Sie nicht heute zu machen? Ja, weil nicht geht. Okay, natürlich. Wir lassen einen anderen Termin zusammen. Also, wann werden Sie die Überweisung machen? In 2 bis 3 Wochen schaffe ich das. Okay, alles klar. Ich probiere am Ende des Dezember wieder zu anrufen, also, okay? Na, aber habe ich denn schon die Überweisung? Ja, okay, ich werde jetzt auf WhatsApp schreiben. Und wenn Sie möchten, wir können auch die Bankdaten zuschicken. Und Sie können nur mit 250 Euro eine Überweisung machen. Probieren Sie das. Aber ich habe kein WhatsApp. Wie bitte? Na, aber ich habe doch kein WhatsApp. Ja, wir werden jetzt auf WhatsApp zu schreiben, Herr Ander. Aber habe ich ja nicht. Haben Sie keine WhatsApp? Haben Sie E-Mail-Adresse, ist sie richtig? gernanstein@googlemail.com. Ja. Okay, wir werden dann auf E-Mail-Adresse kontaktieren, okay? Ja. Und ich probiere am Ende des Monats wieder zu anrufen. Okay. Okay, ich bedanke mich, Herr Ander, und bis Ende des Monats. Einen schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Tschüssi. Also wirklich absolut abgefahren. Ich erzähle, ich habe kein WhatsApp. Ja, okay, ich schicke dann in WhatsApp. Die hören gar nicht zu. Es geht ja auch gar nicht darum, um das, was ihr sagt. Es geht ja ausschließlich einfach nur darum, dass ihr möglichst schnell euer Geld einzahlt und am besten keine Fragen stellt. Das ist ja eigentlich das Prinzip, so wie es da bei diesen komischen Callcentern immer wieder laufen soll. Hauptsache, ihr zahlt ein, aber Fragen stellen, das ist dann schon wirklich wieder viel zu viel verlangt. Immer wieder unterirdisch, immer wieder der absolute Kracher und einfach nur Wahnsinn. Solche Leute rufen bei euch an und wollen von euch Geld. Und sie betont ja auch immer wieder, ja, ja, aber zur Bank gehen und 250 Euro und nochmal betonen 250 Euro. Also seriös ist das in überhaupt gar keinem Fall. Denn welche Bank redet eigentlich ausschließlich im gesamten Gespräch nur über die Einzahlung? Es geht nicht darum, was ihr wollt, was ihr braucht, damit man euch irgendwie, ja, damit ihr euch bereichern könnt. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ihr was gewinnt. Es geht ausschließlich nur darum, dass ihr euer Portemonnaie öffnen sollt, überweist denen dann das Geld und damit hat sich das dann erledigt. Danach melden die sich nicht mehr wieder. Es gab in der Vergangenheit noch, also früher waren diese Maschen nicht ganz so plump. Da saßen tatsächlich noch Leute, die man noch verstanden hat. Auch wenn der Betrug, wie gesagt, ja schon über 10 Jahre alt ist. Da wurde man dann noch ein zweites Mal beschissen, nachdem man Geld eingezahlt hat. Da wurde dann noch erwähnt, man soll noch nachfinanzieren und nochmal mehr machen. Mittlerweile ist das eigentlich nur noch Massenabsammeln von Leuten, um die 250, 500 oder 1000 zu bekommen und mehr nicht. Danach rufen die nicht wieder an. Eine Rückrufnummer gibt's nicht, eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch hinwenden könnt, auch nicht wirklich. Meistens antworten die hier mit irgendwelchen Outlook-E-Mail-Adressen. Absolut unseriös das Ganze. Ich weiß mal auch nicht. Aber naja, so läuft's halt auf dem Finanzmarkt. Zumindest, wenn die Betrüger anrufen. Immer schön aufpassen, wo ihr eure Daten hinterlasst, denn sonst habt ihr solche Leute an der Leitung. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Doch vorher wäre es ganz nett, wenn ihr auch mal auf Instagram vorbeischaut. Auch hier bin ich vertreten. Den Link zu Instagram findet ihr, also zu meinem Instagram-Profil, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Machen wir mal weiter. Ja. Hallo, spreche ich mit Herrn von Hausschneider? So, mein Name ist Sophie Meyer. So, Sie haben Ihre Kontakte auf unserem Handelsplattform hintergelassen. Also, das ist Handelsplattform Bitcoin Profit Way. Stimmt das? Nee.
was nicht? So, heißen Sie Na, das Markus ist die Antwort auf Ihre Frage. So, ist er, ist es Ihr Name oder nein? Martin ja. Krautschneider. Also, und auch, es gibt hier Ihre Nummer und auch E-Mail. Also, das bedeutet, dass Sie auf unserem Handelsplattform registriert. Darum telefoniere ich. Nee, ich möchte über unseren System erzählen nicht. Und auch Sie informieren über unserem. Wo haben Sie denn die Daten her? Wie bitte? Wo haben Sie denn die Daten her? Also, das ist so, Sie haben diese Daten auf unserem Handelsplattform Bitcoin Profit Way hintergelassen. Nee, das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Okay, und wie ist eigentlich möglich? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja Ihre Aufgabe, das zu überprüfen. Okay, dann jedenfalls sagen Sie mir bitte, ob haben Sie schon Erfahrung im Handel? Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? So, Sie können Sie nutzen handeln, ja scheinbar so, Daten, die Sie nicht benutzen dürfen. Also, ich soll das benutzen, weil ich bekomme diese Kontakte, darum telefoniere ich und spreche mit unseren Kunden und informiere über dieses System, die Sie über diese, so, Sie mehr wissen möchte. Ja, möchte ich ja nicht. Interessiert mich ja nicht. Okay, und dann sagen Sie mir bitte, wer hat diese Kontakte hier hintergelassen? Ja, das ist ja Ihre Aufgabe, das zu klären. Na, meine Aufgabe ist, meine Kunden rufen und auch erzählen über das System und helfen mit unserem Konto und auch mit unserem Plattform und antworten auf verschiedene Fragen. Und ich bekomme nur diese Kontakte und ich schreibe sie nicht. Das ist ja vom Prinzip her erstmal richtig, dass sie nicht dafür kann, dass meine Daten da bei ihr landen. Sie ist ja nur die Mitarbeiterin, die mich dann bescheißen soll. So weit, so gut. Aber wenn wir jetzt hier bei einer ehrlichen Firma arbeiten würden, die Daten, die man da eingibt, müssen durch ein Double Opt-in geprüft werden. Das heißt, ich muss einen Anruf bekommen, wenn ich meine Telefonnummer dort hinterlegt habe und muss dann mit einem PIN-Code, der mir durchgesagt wird, oder auch bei einer SMS, mit einem PIN-Code, der mir eben per SMS geschickt wird, den dann wieder in deren System eingeben. Damit wissen die, dass die Nummer auch wirklich mir gehört. Denn sonst könnte ich meine Nachbarn, meinen Ex-Chef oder wie auch immer eintragen oder irgendwelche Ex-Partner, denen ich eins auswischen möchte und die damit belästigen, ohne dass ich selbst großartig einen Finger krumm machen muss. Muss ich nur die Daten quasi von den Leuten eingeben und schon werden die mit Telefonterror zugeballert. Ja, so sieht's aus. Aber mit Datenschutz hat das so nichts zu tun, wenn man einfach direkt anruft und die Daten dort eingetragen sind. Denn hier folgt jetzt ein Verkaufsgespräch. Man will mir ja irgendwas verkaufen. Ich soll ja ein Produkt kaufen, beziehungsweise investieren. Ist vom Prinzip das Gleiche. Es spielt keine Rolle, ob investieren oder eben was kaufen. Es geht um Geld. Die Firma möchte mich als Kunden anwerben und ich soll irgendwas bezahlen. Und das bedeutet dann automatisch, dass sich das Ganze jetzt hier um ein Verkaufsgespräch handelt. Und dann ist das nicht erlaubt, wenn die einfach so anrufen, ohne eben dieses Double Opt-in zu besitzen. Es interessiert die aber überhaupt nicht. Und demzufolge kann die Firma hier auch nicht seriös arbeiten. Sonst hätte man ja vorher das Ganze mit einem Double Opt-in abgeklärt. Tja, es ist schon wirklich fragwürdig. Außerdem muss die Firma das sicherstellen und nicht der Kunde, dass die Daten da landen. Ich kann ja nichts dafür, wenn irgendjemand meine Daten missbraucht hat. Die Firma, die kann schon was dafür, wenn die meine Daten dann benutzen. Die müssen letztendlich sicherstellen, dass sie nicht bei Leuten anrufen, die das gar nicht wollten. Tja, aber in solchen Callcentern spielt das selten eine Rolle. Ja, ist ja richtig, aber Ihre Firma ist ja dazu verpflichtet, die Daten zu überprüfen. Also, darum telefoniere ich, wenn Sie sagen, dass Sie nicht, dass Sie nicht geschrieben haben, dass, so. Ich kann damit nichts zu tun. Ja, es muss aber Ihre Firma überprüfen. Also, und wie kann ich das überprüfen? Ja, mit einem Double Opt-in kann Ihre Firma das überprüfen. Also, ich überprüfe, also, ich bekomme den Namen, Nachname, auf ja, Ihre Firma muss das überprüfen. E-Mail. Sie telefonieren gesagt, ja nur, Ihre Firma ist dafür zuständig. Und die hält sich scheinbar nicht an Datenschutz. So, was habe ich schlecht gemacht? Sagen Sie mir bitte. Ja, angerufen. Das ist ja das Problem. So, ich telefoniere, weil das meine Arbeit ist. Verstehen Sie? Ja, aber Sie können ja nicht einfach jeden anrufen, nur weil da irgendwelche Daten bei Ihnen im Computer stehen. Das ist ja illegal. So, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme diese Daten, weil Sie dort registriert haben. Ja, aber Ihre Firma muss doch Ahnung haben, was sie da tut. Und das hat ja Ihre Firma scheinbar nicht. Also kann das Ganze ja nicht seriös sein. Also, in dem Fall, wenn Sie mit dem Handeln sich nicht interessieren, dann so. Ich kann damit nichts machen.
So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und das alles. Ja, vielleicht verraten Sie mir einfach mal den Namen von Ihrem Datenschutzbeauftragten. Also, ich kann das nicht lösen. Und, ja, das ist aber Ihre Pflicht. So, Sie müssen mir sagen können, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Das müssen Sie sogar tun. Also meine Daten oder was meinen Sie? Nee, den Datenschutzbeauftragten. Von dem die Daten. Wieder sehr herzallerliebst. Die weiß also nicht mal, was der Datenschutzbeauftragte ist. Tja, so einen braucht jedes Callcenter. Oder zumindest jede Firma, die mit Kundendaten arbeitet. Ja, und die weiß nicht mal, was das ist. Ruft aber hier bei uns in Deutschland an. Tja, wenn sie hier allerdings in Deutschland anruft und uns irgendein Produkt verkaufen möchte, oder sei es auch nur beim Investieren, ihre Firma zu bewerben, ist ja völlig Bums. Dann braucht sie einen Datenschutzbeauftragten, der sich mit den deutschen Datenschutzgesetzen auskennt und diese auch kontrolliert und überprüft und dafür sorgt, dass eben keine Leute angerufen werden, die diesen Anruf eben nicht möchten, damit die Kundendaten eben auch datenschutzkonform aufbewahrt werden. Tja, interessiert aber da keinen in diesen Callcentern, weil es geht einfach nur darum, an euer Konto zu kommen. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell möglichst viel Geld abzugrasen und nicht um irgendwelche Kundendaten zu schützen und vor allem die Kunden selbst zu schützen. Darum geht's hier in keinem Fall. Tja, und das präsentieren die hier einem wirklich sehr eindrucksvoll, dass das wirklich so ist. Anschrift, Telefonnummer. Also das ist von Software Bitcoin Profit Pay. Ja, und der Name? So, das ist ein Software, wo unsere Kunden ihre Kontakte so hinterlassen. Ja, nee, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Der Mensch. Ich brauche den Namen und die Telefonnummer von dem Menschen, der bei Ihnen der Firma der Datenschutzbeauftragte ist. Und das müssen Sie sogar wissen. Da können Sie sich jetzt nicht ausreden. Wenn Sie es nicht wissen, dann holen Sie bitte einen Kollegen und fragen den nach dem Namen vom Datenschutzbeauftragten. Also es gibt nur ein System. So, Software. Das interessiert mich ja nicht. Ich möchte jetzt gerne mit dem Datenschutzbeauftragten in der Firma reden. Okay, der Pflicht in Deutschland. Ich gebe dann meine Kollegen und dann fragen ja. Sie so. Okay. Richtig. Guten Tag, Herr Martin. Ja. Ja, sagen Sie bitte noch einmal. Möchten Sie sich nicht erstmal vorstellen? Ich bin Sven Meyer. Ja, welche Fragen haben Sie? Ja, ich hätte gerne mal mit dem Datenschutzbeauftragten aus der Firma gesprochen. Sagen Sie bitte noch einmal und sprechen Sie bitte lauter. Den Datenschutzbeauftragten hätte ich gerne gesprochen. Können Sie bitte lauter sprechen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Dann warum muss ich Ihnen antworten, auf welche Frage, welche ich nicht gehört habe? Ja, Sie müssen mir den Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma geben. Sie möchten wissen, wie heißt unsere Firma? Nee, der Datenschutzbeauftragte Ihrer Firma. Garantie, ja? Einige... Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Mit dieser Person möchte ich sprechen. Also, hier bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich so selten dämlich ist oder ob er nur so tut. Tja, also ich habe ihm das Wort Datenschutzbeauftragter ja nun wirklich mehr als deutlich genug gesagt und auch mehr als laut genug. Da gibt's kein Wenn und Aber. Ich zeichne, wie gesagt, mitten in der Leitung auf. Das heißt, das, was ihr hört, hört ihr so, wie es ist. Da gibt's kein Geknackse, kein Gegrackel. Es ist nicht zu leise, es ist nicht zu laut. Er hört es genau so, wie ihr es hört. Also dementsprechend hätte ich jetzt gerne den Datenschutzbeauftragten. Tja, aber die Firma weiß tatsächlich nicht mal, was das ist oder was das darstellen soll. Er versucht sich hier nur wieder um Kopf und Kragen zu reden und irgendeinen Blödsinn von sich loszutreten und schmeißt dann noch irgendwelche anderen Wörter in den Raum, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die ich so auch gar nicht gesagt habe. Es ist immer wieder beeindruckend, wie die versuchen, sich aus der Affäre zu mogeln. Den müssen Sie ja haben, wenn Sie hier nach Deutschland anrufen. Ist ja Pflicht. Ich verstehe Ihnen nicht. Was? Das merke ich. Möchten Sie mit ja, ich möchte den illegalen Anruf hier klären. Und damit möchte ich mit dem Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma sprechen. Ehrlich zu sein, verstehe ich nicht. Mit wem möchten Sie sprechen? Sie können hier nur mit mir, mit meiner Kollegin sprechen, aber mit irgendwem können Sie nicht sprechen. Das ist aber Pflicht. Wenn Sie hier in Deutschland anrufen und was verkaufen wollen, dann müssen Sie mir den Datenschutzbeauftragten geben können. Das ist Pflicht in Deutschland. Da gibt es keine Ausrede, das ist Pflicht. Ja, Sie möchten Daten,
Den Datenschutzbeauftragten möchte ich jetzt sprechen. Überweisung zu machen, ja? Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Ja, und wie zu erwarten, hat unsere nette Blitzbirne dann einfach das Gespräch abgewürgt und aufgelegt, ohne noch irgendwie was weiter zu sagen. Tja, der hat wahrscheinlich einfach das Wort gar nicht begriffen, was Datenschutzbeauftragter überhaupt bedeutet. Demzufolge hat er das Gespräch einfach beendet, ohne hier noch weiter drauf einzugehen. Tja, daran sieht man wieder 1A und ganz klasse, dass es hier nur um den Verkauf geht. Nur darum, dass ihr das Geld überweisen sollt, aber was da am Ende mit passiert, das interessiert überhaupt niemanden. Ja, das ist halt das Resultat dann davon, wenn man solche kriminellen Callcenter an der Leitung hat. Nicht alle sind kriminell und der Finanzmarkt ist natürlich auch grundsätzlich nicht kriminell. Naja, doch, ich sehe es ein bisschen anders, aber aus persönlicher Sicht, weil letztendlich... Ihr nehmt immer jemanden was weg, um Gewinne zu erzielen. Für mich ist das schon kriminell genug. Aber mit Seriosität und Finanzmarkt hat das hier nichts zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.